zurück, Leute, bei Pokémon Feuerrot. Im letzten Part sind wir auf diese Route hier gegangen und die fragt uns, wo willst du so eilig hin? Aber ich weiß nicht mehr, wo ich hin will. Wahrscheinlich irgendwo in diese Richtung da. Oh, eine Aroma-Lady. Erika, du hast der Arena-Leiterin ihren Namen geklaut. Oh. Ich muss gerade noch aufessen, dann rede ich. Oh, bam! Und Bitterknoss, ja. Foul! Wenn sie Bisaflor hat, dann mache ich Bisaflor gegen Bisaflor. Au ja. Und dann zeigt mein Knopf erstmal, wer das wahre Bisaflor ist. Haha. Los. Flammenrad. Dieser Knospe ist eigentlich auch noch ziemlich hübsch. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Oh je. Also nicht letztes Mal vielleicht. Aber schon auf jeden Fall in einem der vergangenen Parts. Dieser Knospe. Oh, schade. Wieso hat sie kein Bisaflor? Ich bin der coolste Pokémon-Trainer. Ich habe Bisaflor. Ja, bei mir schaut's aus, hey Leute, oh je. Also eigentlich ist alles sauber, nur mein Bett nicht. Weil da liegt noch mein Schlafanzug und meine Socken und der Film. Also der Film heißt One Piece Z und ein Haufen Animes und eine Hose und mein Malzeug. Weil mein Bett ist gerade ausgeklappt und ich nutze es voll aus. Du trainierst eindrucksvolle Pokémon. Ja, ich weiß. Du bist süß. Yo, Pokémon, yo! Yo, los weg, yolo! Pokémon, yo! Oh mein Gott. Ein Hipster-Kind. Alexis. Sterndu. Ich fand Sterndu nie so toll. Starmie eigentlich auch nicht. Also ich finde, sie sind starke Pokémon und so, aber ich fand die vom Design einfach nicht schön. Ich weiß auch nicht. Vielleicht stehe ich mit meiner Meinung alleine da, wenn ich es auch gut. Noch ein Stern, du. Nein, ich möchte nicht wechseln. Lilly ist nämlich noch ein Level unter den anderen und das müssen wir ändern. Oder Lilly, was sagst du dazu? Was haltet ihr eigentlich vom EP-Teiler? Von der 6. Generation und von den vorherigen Generationen? Findet ihr es gut, dass man da alle Pokémon levelt? Findet ihr, man levelt dann zu leicht? Findet ihr es gut, weil man die Erfahrungspunkte nicht teilt, sondern jeder die vollen Erfahrungspunkte bekommt oder irgendwie so? Oder der Erste bekommt die vollen und die anderen die Hälfte oder so? Krabi? Oder wie findet ihr das denn? Sagt mal Bescheid. Düpp. Lilly setzt Karatschlag ein. Bam. Alter, Lilly, du bist voll schwach. Boden, oh nein, oh mein Gott, die Initiative wurde gesenkt. Lilly ist natürlich immer noch schneller. Ich muss mich mal kurz am Ohr jucken. So. Also halt kratzen, aber jucken, ist alles das gleiche. Auf Mina-Deutsch, noch ein Krabby. Nein, das letzte Krabby kriegt einen Kreuzhieb. Pam! Ich habe nämlich keine Lust, dass ich zweimal angreifen muss. Das arme Krabi. Was passiert jetzt? Also pass auf, du gibst mir dein Geld, wirst ohnmächtig und habe ich gerade gewonnen oder verloren? Ey, bist du ein dummes Kind, Alter. Ich werde mal kurz meine Lilly heilen. Eigentlich reicht ein Supertrank. Hier. Wieso heißt es eigentlich Trank? Das wird doch bei dir nur aufgesprüht, oder? Oder irgendwie so hat mir mal einer erklärt.
Weil es wäre auch ziemlich komisch, es gibt auch Pokémon, die haben gar keinen Mund. Magnetilo. Oder so. Oder haben Magnetilo einen Mund? Hallo, kleines Mädchen. Meine Mama sagt, dass ich ohne meinen Schwimmrad gar nicht schwimmen kann. So eine Lügerin. Vor allem Lügerin. Eine Herausforderung. Marina. Oh, süß, ein kleines Quapsel. Ich muss gleich niesen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht laut niesen. Oder ich hoffe, es verzieht sich wieder. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Es kitzelt auf jeden Fall noch. Ja, endlich. Lily erreicht Level 43. Und dann kommt ein Quapuzzi. Ja, das heißt Quapuzzi. Oh, wie süß das klingt, Quapuzzi. Level 35? Really? Pam. Wie setzt ein Quapuzzi Hypnose ein? Macht es lauter Ratschläge? Also halt, schlägt Rad. Räder. What the fuck? Ihr wisst schon, was ich sagen will. Und noch ein kleines Babyquapsel. Hallo, kleines Babyquapsel. Oh, die sind schon irgendwie süß, oder? Ja, schon wieder ein Volltreffer. Genau, bei Quapsel hatten wir vorhin auch schon einen Volltreffer. Ich hab Schluck auf. Wow, wow. Halt die Gosch, kleines Kind. Heina, Heina. Der salzige Geruch des Wassers. Es erfüllt mein Herz mit Freude. Er, der Geruch. Verstehst du nicht es? Ich habe Quatsch geredet, tut mir leid. Knofensa, Knofensa, Knofensa. Aber wieso habt ihr immer Pflanzen-Pokémon? Pflanzen-Pokémon nerven. Ja, oh ja, sie nerven. Was, ist Angie schon auf Level 47? What the hell, wieso? Hat's gerade gehupt. Mitzi, was ist los? Du schaust so sauer. Er schaut aus, als würde er gleich jeden Moment ausrasten und irgendwas in die Ecke schmeißen, wenn er ein Mensch wäre. Hallo? Ja, toll. Möchtest du jetzt mal angreifen? Oh, der Fluchtwerk stinkt. Na und? Macht nichts. Sehr effektiv. Ach, tatsächlich. Und Schwammrad! Warum zum Geier? Es ist viel schneller als ich. Ich bin Akani, ich bin voll schnell, Mann. Ultrigaria, schon hässlich irgendwie. Irgendwas riecht unangenehm. Ja, deine Niederlage. Vielleicht ist das der verschwitzte Körper eines deiner Pokémon, das hier so riecht. Was? Um dich zu besiegen, mussten sie sich nicht mal anstrengen. Und wer sich nicht anstrengt, schwitzt nicht, klar? Bärenforst voraus. Ach ja, stimmt, wir suchen ja Irma. Bam, 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 bam. Habe ich eigentlich einen Paraheiler? Habe ich? Ah, hier, Paraheiler. Tipp, 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 tipp. Oh gut, Golden Sun ist schon mal hochgeladen. Jetzt muss nur noch Pokémon hochladen. Ich habe es nämlich hier im Hintergrund auf. Meine Hochlade ist scheiße. Scheiße. Ich habe keinen Zerschneider dabei. Aber bis jetzt sieht es so aus, als wäre das nur gut, um Abkürzungen zu schaffen. Nein!
Oh, hallo Tauboga, du bist wunderschön. Und deswegen beiße ich dich jetzt in den Flügel. Noms. Ha ha ha. Ha ha ha. Noms. Oh, ich muss, bevor ich Golden Sun aufnehme, noch Golden Sun leveln. Ich hab's versprochen. Ich wollte es auch echt machen. Aber ich habe nur angefangen und dann hatte ich keinen Bock mehr irgendwann. Haha. Irma? Oh. Oh, wie komme ich da hin? Bam, bam, bam. Nee, gegen den Topsy kämpfe ich nicht. Topsy ist zu schwach. Topsy gibt keine Erfahrungspunkte. Ja, ja, der scheiß Bedroher. Ich finde Petroa eigentlich voll gut, aber das dauert immer so lang. Die Animation ist mir zu lang. Mir bezeichnen, wenn es halt einmal dran steht, dann weiß ich doch, dass das Vieh Petroa hat. Ja, ich möchte Surfer einsetzen. Hä, und wo bin ich jetzt? Myrapla, ich habe Angst vor dir. Verschwinde, Myrapla! Ich verschwinde. Ups. Das war nicht verschwinden. Das war verschwinden. Hä? Ich kenne mich jetzt nicht mehr aus. Ja, ja, Blutzuck. Blutzuck ist eigentlich voll awesome. Ich habe immer noch mir nicht überlegt. Ich meine, wir kommen jetzt dann zur Siegesstraße. Und ich habe mir immer noch nicht überlegt, was ich als sechstes Teammitglied will. Eigentlich weiß ich es immer noch nicht. Macht mal einen Vorschlag. Los, Vorschlag in die Kommentare. Jetzt. Ich habe nämlich sonst keine Ahnung. Und ich glaube nicht, dass ich in den nächsten 3 Parts, die ich ja für diese Woche aufnehme, oder 4 oder wie viele auch immer, dass ich es da in die Pokémon-Liga schaffe. Hä? Wo zum Geier muss ich hin? Ich hätte da nicht runterspringen sollen. Da, la, 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 la. Tschaußen. Ich hätte da nicht hingehen sollen. Hallo, Taubsi. Och, komm schon. Ja, ich speede da, weil mich das nervt. Ups. Tschüss. Nein, warte mal. Hier bin ich runtergesprungen, weil ich da das Item gesehen habe. Jetzt habe ich's! Ich habe die Spur wieder aufgenommen. Ich bin so schlau. Yay. 1 von 2 Videos hochgeladen. 99%. Wenigstens der Upload funktioniert, wenn der Download schon nicht funktioniert. Mina hat Top Aether gefunden. Mina steckt Top Aether in die Item-Tasche. Ich hoffe, ich brauche den scheiß Schneider nicht, echt. Mann, ey. Wilde Pokémon. Ich glaube, ich setze jetzt einen Schutz ein. Weil das nervt mich gerade ein bisschen. Ja, das werde ich tun. Ja, ich tue es! So. Irma. Hallo. Ah, hilf mir mit deinen Angst ein, du löse diesen Pokémon. Es hat mir kurz ausgedacht. Es war so gruselig. Es hat Irma Angst gemacht. Ich bin zu verängstigt, um mich zu bewegen. Aber ich möchte nach Hause gehen. Oh, hier ist es wieder. Nein! Verschwinde, es macht mir Angst. Ah, ich will zu meinem Papa. Und das ist so gruselig. Ich versuch's mal zu fangen. Eigentlich will ich es nämlich schon fangen. Dann setze ich jetzt nicht Biss ein, weil sonst töte ich es. Ich setze mal Glut ein. In der Hoffnung, dass es nicht ausreicht. Jawohl. Was macht Meditation? Angriff steigt. Ah, ist mir egal. Ich spiele ja keine Nuzlocke oder so einen Scheiß. So, jetzt werfe ich mal einen Ball. Ich hoffe, ich habe Bälle. Habe ich überhaupt Bälle? Ja, habe ich. Werfe unseren Superball.
Eins, zwei und drei. Hypno wurde gefangen. Jetzt passt mal auf. Ich weiß nicht, ob das in dieser Edition war. Auf jeden Fall. Für Hypno wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es trägt ein Pendel. Man berichtet von einem Vorfall, bei dem es ein Kind mitnahm, das es zuvor hypnotisierte. Hypno ist ein pädophiler Entführer von kleinen Kindern. Möchtest du dem Hypno einen Spitznamen geben? Ja. Pädobär. Wo ist denn das P? Pädobär. Es wurde in Box 1 abgelegt. Oh, das war so gruselig. Danke. Immer wollte ich hier Bären pflücken. Das ist für dich eine Japa-Bäre. Ja, Mietzi, ich lasse dich gleich raus. Wie heißt du? Immer ist so verängstigt. Bringst du mich heim? Okay, dann lass uns heimgehen. Du hast also Irma gerettet. Wie kann ich dir danken? Du kannst mir 1 Milliarde Poké-Dollar schenken oder eines Jahresvorrat an Meisterbällen. Irma, Schnuckepuh, verzeih mir. Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Ist schon gut, Papsi. Ich habe mich mit Mina angefreundet. Oh. Was ist das? Das ist für mich? Woher wusstest du, dass ich seltene Gesteine liebe? Du weißt, wie man einen Kerl glücklich macht. Ja, das weiß ich. Hier, nimm den Meteorit. Ja, Mietzi, ich lass dich doch gleich raus. Warte jetzt noch die 5 Minuten, die in meine Aufnahme noch geht. Du warst einfach fantastisch. Das ist für dich. Ein Mondstein. Danke. Ich glaube, es ist schon mein 3. Mondstein oder so. Hör zu! Bitte zeige mir erneut, wie cool du bist! Ja, bei Gelegenheit. Ich will jetzt erstmal ins Pokémon Center. Hey, Dude! Willkommen in meinem Pokémon Center! Wir heilen Pokémon und machen sie wieder fit! Aha, aha. Pling, 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 pling! Wamiz! Hört ihr das? Er raschelt. Also, bei mir ist es ja so, ich lasse den Schlüssel in der Tür stecken innen. Weil da ist ein langer Schlüsselbund dran und wenn Mietzi raus will, dann meldet er sich anhand des Schlüssels, weil es dann raschelt. Und dann weiß ich, dass er raus will. Und es macht er auch mitten in der Nacht. Gell, Stinky? Und jetzt muss er halt mal kurz warten. Guck nicht so böse. Du darfst ja gleich raus. Hey, Bill? Oh, hi, Mina! Was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Ja. Ich habe eine Biker-Gang vertrieben. Ich habe ein kleines Kind aus den Fängen eines Pedo-Pokémons gerettet. Ich habe einen Spielhallenbesitzer mit einem Meteoriten glücklich gemacht. Ja. Wir haben es geschafft. Die PCs laufen wieder. Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Ich liebe dich. Nein, es gab für mich nicht mehr so viel zu tun. Ich liebe dich viel mehr. Aha. Oh, wirklich? Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Celio, tschaußen. Mina, voll sorry, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein andermal zeige. Ja, aber ich war noch gar nicht auf dem Glutweg. Bill! Das war eine lange Fahrt, oder? Mein Kamerad Celio scheint deine Gegenwart genossen zu haben. Ich bin sicher, er würde dich wiedersehen, wenn du den Triebpass hast. Kannst du von Orania City zu ihm fahren? Vielen Dank. Das will ich aber auch hoffen. Ich war noch nicht auf dem Glutpfad. Nein, nicht Bericht. Fliegen wollte ich eigentlich. Aber kann ich nicht von hier aus? Nö. Wo ist denn Orania City? Irgendwo, wo es einen Hafen gibt. Hier ist Alabastia. Boah, Mietz, jetzt wartet. Wo kann ich denn hier hinfliegen? Echt? Ich kann da einfach hinfliegen? Cool. Lavandia. Hier ist Orania. Ah. Übers Meer. So, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part fahren wir nochmal dahin, weil ich will noch auf den Glutberg eigentlich schon noch gucken. Wo ist denn die Fähre? Hier unten. Ja, du hast den Triebrass. Möchtest du? Island 1. Okay, alles klar. Gut. Vielleicht gibt es hier noch ein Pokémon. Und ich will dann noch auf die Seeschaum-Inseln, weil da gibt es nämlich auch noch ein Pokémon.
Und wo will ich sonst noch hin, bevor wir in die Pokémon-Liga gehen? Keine Ahnung, wo es halt die anderen Legenden gibt. Ich weiß ja nicht, wo das ist. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!